Guten Morgen Leute, herzlich willkommen auf meinem Kanal. Vor allem herzlich willkommen die mittlerweile schon 300 Abonnenten, die den Kanal abonniert haben. Leute, euch vielen Dank dafür. Ich versuche mich jetzt heute mal in der Kunst des Vloggens und nehme euch mal den ganzen Tag mit. Heute steht Folgendes auf dem Plan. Wir werden beide G-Klassen ein bisschen filmen. Ich werde euch zu beiden G-Klassen ein bisschen was erzählen, vor allem die Unterschiede etwas erläutern. Es sind ja eigentlich komplett verschiedene Autos in dem Sinn. Der schwarze G500 bekommt heute noch seine neue Stoßstange vorne, damit der genauso aussieht wie der weiße. Also auch diese AMG-Steil-Stoßstange. Und ja, dann gucken wir mal. Wetter ist leider ziemlich kacke. Regnet. Von dem her wird es wahrscheinlich nicht so viel Spaß machen, draußen zu filmen. Aber wir werden das Beste draus machen. Und ja, jetzt fangen wir mal an. Ja, dann tun wir jetzt mal ein bisschen Zeug auspacken. So, hier liegt schon der neue Stoßfänger bereit. Den habe ich zusammengebaut. Wunderschönes Teil. Opa! Ah, so sieht der aus. Leute, ich höre den schon. Ich weiß nicht, ob man es auf der Kamera hört, aber man hört dieses Auto wirklich 5 Kilometer Luftlinie. Ich zoome jetzt mal ein bisschen hin. Da kommt er. Steht jetzt drin. Hier noch eine Vorher-Nachher-Aufnahme. Dann sehen wir den Unterschied ganz genau. So, den Rammschutz habe ich jetzt weggemacht und die ersten zwei Schrauben von unten. Hier nochmal das Auto in voller Pracht. Bam. Und was mir aufgefallen ist, beim 500er ein bisschen anders als bei meinem 300er Diesel. Der hat nämlich hier, schauen wir mal rein, an dieser Stelle noch einen Ölkühler am Stoßfänger dran. Das habe ich jetzt gar nicht beachtet. Aber was ja eigentlich klar war, hier der neue, der hat hier die Vorrüstung schon drin. Also was heißt Vorrüstung? Hier diese Halterung hat er drin. Von dem her Problem schon gelöst. Ich habe mir schon ein bisschen Sorgen gemacht, dass man hier dann noch irgendwie eine Halterung hin basteln muss, irgendwelche Bleche noch hinbauen muss. Aber top gemacht, top Qualität. Jetzt geht's weiter. Also ich habe jetzt ungefähr 2 Stunden gebraucht. Das Ding ist dran. Passt perfekt, ist eingestellt, zieht's euch an. Meine Kameraarbeit abnimmt. Das Silvano, hi, grüß dich. Servus, hi. Und hier vor uns ein wunderschöner Anblick. Alter Schwede, mein alter G500. Stoßfänger ist dran, habt ihr jetzt gesehen. Und jetzt sagen wir mal, oder gucken wir uns die beiden Autos mal ein bisschen im Detail an. Fahren jetzt ein paar Meter. Dann sehen wir uns gleich. Also ich würde sagen, Ergebnis picobello, Vorher-Nachher-Effekt ist mal wieder krass bei dem Auto. Und jetzt haben wir sie komplett geklont, bis auf die Räder. Ja, so zum Unterschied von den beiden Autos, was als allererstes natürlich aufkommt, das sind halt die Motoren. Also hier haben wir den 5 Liter mit 296, also knapp 300 PS. Und hier haben wir 3 Liter Diesel mit 113 PS, kranker Unterschied. Ja, ich schmeiß den mal an, dann hört er den Sound. Machen wir dann direkt einen Vergleich. Hier kommt's raus. Und jetzt vergleichen wir das mal mit dem Diesel.
Wir haben auch eine Sidepipe, also das hat der Gel immer serienmäßig, hier natürlich nur auf einer Seite. Und das hört sich bis dahin. Was mir aber krass aufgefallen ist, bei dem Auto, ich weiß nicht, Didi, wie weit kommst du mit einem Tank bei dem Auto? 400. Ja, also 400 Kilometer. Der hat 100 Liter passen rein, gell? Ja. Ja, 100 Liter passen da rein. 400 Kilometer. Der hat denselben Tank drin. Und wenn wir das jetzt mal hier filmen, guck mal rein. Das, was auf dem Tacho steht, wir haben jetzt momentan 349 drauf. Das habe ich genullt, als ich getankt habe. Und die Tanknadel oben links, die ist jetzt ein bisschen unter der Hälfte. Also der Spritverbrauch ist bei dem Auto, ja, ich würde jetzt nicht sagen die Hälfte, weil am Anfang hebt der Tank immer länger als am Schluss, aber deutlich geringer. Ich werde den jetzt auch heute noch voll auftanken, dann kann ich ganz genau sagen, also bei dem sind wir ungefähr bei 20, 25 Liter mit den Rädern, mit der Höhe und so, und da haben wir hier halt weniger. Wobei, was ich mir auch schon überlegt habe, was krass ist, also wenn ich bei dem Auto die Geschwindigkeit fahren würde, wie ich mit dem fahren muss, wenn ich Vollgas fahre, weil der ja echt hundslahm ist, dann würde man mit dem 500er wahrscheinlich genauso auf den Verbrauch kommen wie auch am meisten. Also eigentlich ist es scheißegal. Fahrspaß hier im Vergleich zu dem, also sind Welten. Von der Höhe, vom Fahrwerk sind die Autos genau gleich. Es ist exakt dasselbe Fahrwerk drin. Das Einzige, was jetzt hier den Unterschied ausmacht, also meiner ist, wenn man es genau nimmt, 2 Zoll höher. Der weiße als der schwarze, das liegt aber an den Reifen. Also wir haben hier ja 35 Zoll Reifen und 20 Zoll Felgen. Sieht von der Optik her ein bisschen anders aus. Was ausschlaggebend ist, Höhe des Fahrzeugs, sind die 2 Zoll, die der Reifen höher ist. Also bei den Offroad-Reifen rechnet man ja die Gesamthöhe des Reifens. Da haben wir hier 35 Zoll, 12,5 Zoll breit. Und beim schwarzen haben wir mit 22 Zoll Felge, hier geht jetzt blöderweise die Folie ein bisschen weg, die müssen wir noch ein bisschen nacharbeiten. 22 Zoll Felge und 33 Zoll Reifen, wirkt von der Optik her einfach nochmal sportlicher und ist 2 Zoll niedriger, somit macht es das ganze Auto 2 Zoll niedriger. Interieur vom Weißen habt ihr gesehen, das ist ein bisschen altbacken, halt 124er, 126er Style. Ich persönlich finde es ziemlich geil, also ich fühle mich da echt wohl in den alten Mercedesen. Ich weiß nicht, ich fahre seit ich 18 bin dieses Cockpit immer irgendwie, von dem her finde ich es halt echt fett. Die meisten haben schon geschrieben, ob ich innen den weißen Umbau moderner mache, irgendwie werde ich auf jeden Fall nicht machen. Also ich werde halt aufbereiten und das ganze Picobello schön machen, aber moderner gemacht wird es auf jeden Fall nicht. Hier beim 2006er sieht das Ganze dann so aus. Halt schon viel moderner, viel aufgeräumter. Ja, hat alles seine Vor- und Nachteile. Aber was ich unbedingt sagen muss, was mich am meisten an dem weißen G ankotzt, ist tatsächlich, da werden jetzt die meisten wahrscheinlich denken, spinnt der eigentlich, der hat keine Zentralverriegelung. Also ich muss wirklich jede Tür einzeln abschließen und auch wenn ich hinten die Heckklappe aufmache, muss ich die dann extra wieder abschließen und das ist so mega nervig. Also nerviger als die fehlende Leistung, würde ich eigentlich sagen. Die Zentralverriegelung. Ich habe schon überlegt, das irgendwie nachzurüsten. Da gibt es ja im Zubehör so Geschichten mit Fernbedienung und so weiter. Aber irgendwie, ich weiß nicht, das passt irgendwie nicht ganz. Und ich glaube, ich werde mich damit abfinden müssen und das akzeptieren. Vielleicht gewöhne ich mich irgendwann dran, aber Stand jetzt kotzt mich das als einziges eigentlich an. Jetzt fahren wir ein bisschen raus aufs Feld, also bleiben trotzdem auf der Straße, aber einfach so ein bisschen
aus der Ortschaft raus. Machen wir mal ein oder zwei so Rolling Shots, dass man die beiden Autos so im Vergleich mal sieht. Also die Autos nebeneinander, am liebsten hätte ich es wirklich permanent bei mir zu Hause, beide Autos vorm Haus stehen. Mega. Schwarzer G500 ist jetzt ein für alle Mal durch. Die Leute, die schauen, wir fahren jetzt hintereinander. Abartig. Also ich glaube, da werden sich so einige das Genick brechen, wenn die uns da hinterher schauen. Hier fährt er vor mir. Das Auto ist jetzt echt perfekt. So, ja, stopp, rechts, genau, Umleitung. Oh, blöd, haben die nirgends hingeschrieben. Da fährt man da vorne, dann muss man wieder umdrehen. Ja. Ach ja. Ja, wie gesagt, also das Projekt G500 ist jetzt komplett abgeschlossen. Da gibt es jetzt nichts mehr zu machen. Ey, wir haben jetzt gerade schon gesagt, am liebsten würde ich jetzt irgendwie nach Barcelona runterfahren oder, keine Ahnung, nach Mallorca mit der Fähre oder so. So ein Roadtrip, das fehlt mir jetzt mal so richtig. Schon lange nicht mehr richtig unterwegs gewesen. Und jetzt mit den 2Gs, das wäre natürlich nonplusultra, das jetzt zusammen zu machen. Allein hinter dem Auto herzufahren, Alter. Also was gibt's Schöneres? Da sitzt er. Jetzt geht's weiter. Ciao. Oh Mann, so ein schönes Auto. So, jetzt ist er weg, der 500er. Fährt nach Hause. Und ich fahre jetzt auch heim. Mal was essen, was trinken. Na, richtig gearbeitet heute.